Freunde, willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Heute schauen wir uns drei Booster-Packs an von The Binding of Isaac for Souls. Ja, wie ihr sehen könnt, sind das hier Booster-Packs, die man sich auf der Webseite kaufen kann. Zusätzlich für sein Base-Game von Binding of Isaac for Souls. So gesehen eine weitere Erweiterung, wenn man so möchte. Ich glaube, pro Booster-Pack irgendwie so $15 oder so. Natürlich. Für uns Deutsche kommt da noch sehr viel Zusätzliches hinzu, zum Beispiel Taxes und Shipping und all der Schrott. Jedenfalls haben wir hier eine Old Art Booster Pack, ein Community Booster Pack und last but not least ein Admin Booster Pack. Muss schon mal sagen, das hier fühlt sich einen kleinen Ticken breiter an. Ich glaube, da ist eine Karte mehr. Ich weiß nicht, wie viele Karten pro Ding drin sind. Es sollen aber insgesamt alle drei Booster Packs zusammen um die 50 Karten sein. Und by the way, alle Booster Packs sollten, soweit ich weiß, die exakt gleichen Karten beinhalten. Also schauen wir uns die nochmal an. Legen die beiden erstmal zur Seite. Komm, wir können es schön machen. Hier, so, oh, Symmetrie. So, wir fangen an mit dem Isaac Edmund Booster Pack. Man sieht ja schon eine Katze von Edmunds neuem Spiel Mugenics, was noch nicht rausgekommen ist, aber bald rauskommen wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ansonsten haben wir halt einfach nur so, ne, Requires Binding of Isaac for Souls Base Game. Sei kein Kind. Und forsouls.com. Kamera. Top. Ja, ich glaube, wir haben hier einmal so einen Riss. Das ob man sehen kann, wie so ein Riss. Genau hier unten. Sonst können wir es, glaube ich, vielleicht auch einfach von der Seite aufmachen. Was mache ich denn jetzt? Will ich jetzt reißen? Ich glaube, ich mache es von hinten auf. Ich will die Verpackung nicht kaputt machen. Übrigens, dieses Booster Pack ist größer als normale Booster Packs. Sieht man ja vielleicht auch. Normale Booster Packs werden eigentlich eher so. Ne? So werden normale Booster Packs von der Größe her. Was man sehen kann. Aber die sind halt wirklich ziemlich breit, ziemlich lang. Ja, egal. Ich versuche mal aufzumachen. Nein, ich glaube, die soll man von der Seite machen. Ah, okay. Ah, das war sehr teuer, die hier hinschicken zu lassen. Deshalb tut das gerade ein wenig weh. Aber wir haben's. Komm, es reicht schon. Komm, raus mit der Sprache, raus mit den Karten. So. Und die sind alle nochmal schön einzeln verpackt. Genau, hier sind viele verschiedene Karten. Hier sieht man zum Beispiel, das ist eine Treasure-Karte. Hier vorne sagt ein Playable Character. Oh, aber das muss ich im Mikrofon machen. Versuchen wir es gleich nochmal. Das habe ich leider schon angefangen. Das hört sich nice an. Und die Karten sind hoffentlich auch nice. Ich habe mir nur so einen Teil angeschaut, so einen Überblick, was mich erwarten wird. Aber ich habe mir natürlich noch lange nicht alles angeschaut. Und natürlich werde ich die Karten offscreen dann später noch sleeven. Das heißt, eine Schutzhülle über die Karten legen. Verdammt, kommen die nicht durch? Der Tumor Ball. Jetzt. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 15 Karten. Angefangen mit Clubby the Seal. Okay. Also das ist schon eine Ability. Und er startet mit dem Club. Wo ist denn der Club? Haben wir den hier noch? Muss ja eigentlich, oder? Ja, hier ist der Club. Der fängt mit dem Item an. Ja, die Karten sind alle auf Englisch, weil die Erweiterungen hier gibt es nur auf Englisch leider. Ich habe mein Spiel auf Deutsch, das ist ein bisschen annoying, aber es ist vollkommen okay. Ich kann ja Englisch. So. Interessante Abilities auf jeden Fall. Muss ich mir dann später mal genauer anschauen. Wir haben Gish! Ich weiß nicht, aus welchem Spiel ist, aber auch auf jeden Fall eins von Edmunds Spielen. Er fängt mit Ball of Tar an. Das ist dieses Item hier. Dieses wunderschöne Item. Auch nicht schlecht. Ich gucke natürlich jetzt nur drüber. Ich kann auch nicht genau sagen, wie die Gameplay technisch sind. Ihr könnt es mir ja in den Kommentaren sagen, wenn ihr schon mit denen gespielt habt. Stacy! Ich finde das ein wirklich süßes Artwork. Ich freue mich auch auf das Game, wenn das dann rauskommt. Unstable DNA ist dieses Item hier. Oh. Counter? Not bad auf jeden Fall. Weiß nicht genau, was die Counter hier machen. Weil da steht ja einfach nur, mach die Counter und remove die.
Aber ich vermute mal, das bedeutet, man hat mehr Leben oder mehr Angriff. Not bad. Wir haben einen Gegner, einen Boss sogar, weil er eine Seele hat, wie wir unten sehen. Cereus Pichi. Oh Gott, wir müssen würfeln. Entweder angreifen oder jemand anderen scheinen lassen. Okay, der wird, glaube ich, nervig. Keul! Ein ganz normaler Gegner. Weiß nicht, was das darstellen soll. Ist da was drin? Doch, das sind Augen. Das hätte man sehen können, aber da sind so Augen drin. Ja, ist halt ein Standardgegner relativ. Mit der interessanten Ability, aber sonst ist es ein normaler Gegner. Ein Light Switch! Okay, das ist ein Gegner. Sieht man ja auch hier an der Rückseite. Ja. Take Damage. Gain Sense. Oh, Gain Treasure. Police Lineup ist ein Gegner. Oder halt ein Event beim Gegnerstapel. Finger. Wer hat den Finger? Bisschen wie der Among Us Charakter oder wie soll ich das verstehen? Bin mir sicher. Weltling, ein Gegner. Oh Gott. Der wird nervig, glaube ich. Ja, das haben wir schon angeschaut. Das auch. Das auch. A Friend. Das ist ein Treasure. Könnt ihr also im Shop zum Beispiel holen. Hat eine Seele. Was? Ich habe so interessant, Place Control für Condoris. Bei drei Counten hat er eine Seele. Also bekommt er, wird er zu einer Seele. Ein Freund. Ach, danke, Mann. Für die Seele. Oh, Blast Miner TNT. Ja, ist offensichtlich, was es macht. Ah, The Monster. Ist übrigens kein Monster, sondern Treasure. Cancel your Attack. Okay, also wenig wie Butterbean, glaube ich. Und Tumor Ball. Drei Counter. Oh, Prevent Damage. Not bad. Ja, das sind keine schlechten Karten. Vor allem mit drei neuen Charakteren hat man auf jeden Fall ein paar Runden mehr Spaß. Die Gegner finde ich jetzt nicht wirklich super interessant persönlich. Ansonsten die neuen Items, die sind schon nice. Ist doch alles ein bisschen basic, aber jedenfalls ziemlich nice. Und ich klicke mal das hier so hier hin. Schön. Machen wir... Was machen wir als nächstes? Machen wir den als nächstes. Die Alt Art Booster Pack. Oder das Alt Art Booster Pack. Info ist hier exakt gleiche wie sonst auch. Also, auf damit! Ach, Mano. Oh nein. Seht ihr das? Das ist zum Teil abgerissen. Kann ich es noch retten? Nicht abreißen. Oh oh, nicht abreißen. Oh oh. Ah! Das muss reichen. Oha. Ich sehe jetzt schon das erste Bild. Das sah krass aus. Oha. Jetzt nochmal kurz ASMR für euch. Oh. Not bad. Oh. Okay, wir fangen an mit The Hoarder. Das sind übrigens 1, 2, 3, 4, 15 Karten. So, wir haben The Hoarder. Ich mag das Artwork nicht so sehr. Es ist sehr... Bisschen zu realistisch, finde ich. Oh, The Miser. Das ist ein geiles Artwork. Ich mag diesen Artstyle. Mit diesen runden, mit diesen dicken, runden, schwarzen Outlines. Die sehen sehr gut aus. Adversary? Oh mein Gott, was ist das denn für einer? Ein Boss? Oha! Und hier die Ability. Der wird schwer. Aber cool sieht der aus. Oh, Bloat! Ist ein cooles Artwork, aber ich hasse Bloat generell. Und ist ein Boss und es ist einfach Bloat. Ja. Conjoined Fatty. Ich meine, ja, das ist er. Ja. Ja, das ist er halt. Ja, das ist ein Gegner. Und Conquest. Wie cool der hier aussieht. Das ist sick. Richtig realistisch. Ich meine, das andere war auch realistisch, aber das hier finde ich irgendwie cooler. Das ist ein Boss. Okay. Interessante Ability. Dogma. Oh, das ist ein richtig nice Artwork. So im Hintergrund so Knete und dann im Vordergrund alles gezeichnet. Also, zumindest sieht es so gezeichnet aus.
glaube ich, auch mit Knete, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auch sehr nice. Ist auch übrigens kein Boss. Auch wenn es ein Monster ist, er hat keine Seele. Ist ein normaler Gegner hier. Hm. Weird. Gemini. Ja, das ist Gemini, ein Boss. Er ist es auf jeden Fall, ja. Headless Horseman? Wie Isaac hier aussieht. So, jetzt. Boah. Schon wild. Und ein Boss natürlich. Hasch. Ein Boss mit zwei Seelen. Boah. Das Artwork ist auch wieder so genial. Nice. Krampus! Ist halt Krampus mit einer sehr langen Zunge. Ein Boss. Mother! Einfach nur noch ein Skelett, einfach nur noch Sky Reaction. Aber zwei Seelen. Man, klar, es ist Mother. Da würde ich schon sehr viel erwarten, weil ihr seht ja, wie schwer das Ding Mother sein wird. The Rain! Weiß nicht, Dancer? Auch ein Boss. Ja, sieht nice aus. Und wow, auch ein Boss. Und sieht lustig aus. Ich mag die Trollbomben, die sehen sehr gut aus. Widow haben wir auch noch. So viele Bösse hier. Also falls ihr viele neue Bösse haben wollt, also nicht neue, aber viele coole Artworks von Bössen, holt euch dieses Booster Pack, denn naja, ist alles sehr hoch. Auflösend und sehr aufwendig. Weil guck ich das an. Gruselig. Und zu guter Letzt. Community Booster Pack. Ich habe das Gefühl, hier ist mehr drin. Mindestens eine Karte ist da wahrscheinlich mehr drin. Ja, auf damit. Was soll's? Oh nein. Mach's mal hinten rum auf, damit man vorne das Artwork nicht kaputt macht. Das ist länger. Hier sind Regeln. Hm. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Warte, wie viel sind das? Das sind 21 Karten. Und das ist der gleiche Preis. Was zur Hölle? Okay, fangen wir an mit Era Walk. Ich glaube, das hier ist eine Karte aus einem anderen Kartenspiel. Aber das ist eine gute Karte. Gefundene Seele ist. Das war Loot, war klar. Das ist ein. Auch ein Loot, oha. Oha. Aber muss aber jemand anderen geben. Okay, na gut. Megabean! Kennst du alles? Oder so? Crazy. Megabean! Gib mir alles, was du hast. Ach so, damit kannst du einfach eine. Kannst du nicht nur canceln? Sollen die Karte einfach schnappen? Das ist nice. Recycling Sticker. Die ist sogar diese Ecke so. So ab. Ist glaube ich normalerweise nicht so. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ah. Interessant. Conjoint D6. Das ist ein Treasure. Kann 7 oder 8 würfeln? Was? Wie ist das gemeint? Was ist? Isaacs letzter Will, einfach der Death Screen. Schaut euch das an, das ist einfach der Death Screen. Dear Diary, today I died. B. I was good by this thing in the basement. Ugly. I leave all that out to my get, Gabby. Cool stuff. Ein D6, mit dem er gestartet hat. Goodbye, cruel world. So, Isaac. Yay. Sieht aus, wenn man einfach Geld bekommen. Wenn jemand anderes stirbt, kriegt man von denen Geld oder generell Geld. Okay, Karma. Oh, das ist eine gute Karte. Das ist ein Treasure. Magic Mushroom, endlich ein Mushroom. 3 Counter und not bad, not bad. Telekinesis. Halt, stopp. Oh, ein Room. So rum. Alles muss gehen. Everything must go. Er verbrennt gerade. Sein Laden geht nieder. Schnell alles erkaufen. Ah.
Shop wird größer. Da kommt ein Counter drauf. Und jede Runde wird alles billiger. Not bad, not bad. Das sieht gefährlich aus, weil es Feuer ist, aber ist not bad. Charmed Viz. Normaler Gegner, glaube ich. Jupp. Oh! Wir haben Flüche. Nein, nicht Flüche. Curse of Envy. Ja, das können wir. Each other player gains one turn. Das ist wirklich krass. Oh, Cursed Haunt. Warum ist deine Seele lila? Hä? Was? Wäre das eine Seele? Hat es plus 1 Würfel und kann angegriffen werden? Man kann die Seele von ihm, von anderen Spielern klauen? Was? Warum ist er hier eigentlich so seitlich? Das triggert mich so ein bisschen. Egal. Was zur Hölle? Der ist crazy. Riesenschei! Sie. Giant Poop. Ja. Okay. Das ist einfach sehr viel Loot. Holy Greed. Oh, das sieht geil aus. Schau euch das an. Oh boy. Eine Happy Seele sogar. Wow. Krass. Heiße Kartoffel, Hot Potato. Warte mal, was? Das ist ein Monster? Das wird zu einem Item? Mit einer Seele übrigens. Kriegt einfach so eine Seele. Aber man kriegt jede Runde auch Cent, aber muss würfeln. Entweder es wird zerstört und man kriegt Damage. Oder muss es jemand anderen geben? Ach so, oder es wird so eine Seele. Okay, das heißt, es ist erstmal ein Item und dann, wenn man eine 6 gewürfelt hat, wird es eine Seele. Aber wenn man eine 5 gewürfelt hat, ist es einfach weg. Aber zack. Ist interessant. Not bad. Muligun! Ja, ist halt ein Standard-Gegner als Isaac. Und, ja, ist halt Muligun. Und Shopkeeper! Was kann ich gegen den Shopkeeper kämpfen? Der hat ein Leben und kann nicht angreifen. Oh! Das ist interessant. Solange der da ist und man sterben würde und man ein Item weggeben würde, wird das stattdessen zu einem Shop-Item. Tainted Mulligan. Oh nein, was haben sie mit ihm gemacht? Oh nein! Crazy. Neue Keywords. Du hast vielleicht gemerkt, dass es hier neue Keywords gibt. Team Up. Familia und ein QR-Code, den man scannen kann. Oh, und die Credits! Diese Leute haben das möglich gemacht. Das waren alle Karten aus diesem Booster-Pack. Ich hoffe, ich habe das Video nicht zu lang gemacht. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen runtertonen. Ja, geile Karten alles. Ich weiß nicht, ob das jetzt 50 sind oder so, aber es sind auf jeden Fall alles geile Karten. Es sind 51 Karten oder 50 plus halt das Regelwerk. Also ja, es sind genau 50 Karten mit diesem neuen Regelungen-Ding. Und ja, das waren alle Karten, die ich ausgepackt habe. Einen kleinen Bonus habe ich aber noch. Und zwar habe ich mir auch noch dieses T-Shirt geholt. Oh, falsch rum. Dieses T-Shirt geholt. Weil sonst, also wirklich, das ist viel zu teuer mit Shipping und alles, dachte ich mir. Da muss ich mir noch zumindest noch was anderes mitholen. Und ich zeige euch eben, wie das ausgepackt aussieht. So, und hier haben wir es. Wow. Das gibt es einmal in dieser Farbe, ich glaube nochmal in schwarz. Ich habe es natürlich hier in grau genommen, weil ich fand, es passt besser zu Basement. Das ist das Basement-T-Shirt. Und ja, das sind einfach alle Gegner, alle Bösse, die du im Basement sehen würdest. Und das ziehe ich jetzt mal an. Da haben wir es, wie ihr sehen könnt. Ja, Freunde, das war das Unboxing für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und... Wo glotzt du hin? Kollege, meine Augen sind hier oben. Kannst du zumindest mal für die Entschuldigung ein Like da lassen? Oder du schaust dir vielleicht einfach ein paar von den Videos hier an. Hier sind ein paar Sachen. Klick die mal an. Ich bin echt hoffnungslos, ehrlich.